wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, euer Kneipp für Mode und Lifestyle. Ja, wie ihr seht, DM Shopping Hall. Ich war einkaufen. Normalerweise wollte ich dieses Video bei mir im Studio drehen, aber ich habe mich da reingesetzt und es waren gefühlte 1575 Grad Celsius und ja, keine Chance. Da habe ich gedacht, ich gehe einfach mal hier draußen hin. Normalerweise wollte ich mich da hinten auf so eine Wiese legen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ging auf einmal die Sprenkleranlage los. Ja, jetzt habe ich mich hier auf so einen Basketballplatz begeben. Da hinten ist ein Spielplatz. Also wenn ihr Kinder hört, die hier ein bisschen rumkreischen oder so. Ja, und ich dachte mir, ganz ehrlich, so viel Platz muss man ausnutzen. Da haue ich doch nochmal einen kleinen Breakdance-Move raus. Moment mal, einmal Tüte abgestellt. Weil, wann hat man schon mal die Möglichkeit, so viel Platz auf einmal, ja. Zack. Okay, der alte Opa ist schon außer Atem. Boah, ich kann nicht mehr. Ja, jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe. Viel Spaß bei DM Shopping. Also, jetzt habe ich ein wirkliches Plätzchen gefunden. Als allererstes, was ich gekauft habe, ich zeige euch das einfach mal hier so. Ich sage auch ehrlich, ich bin nicht der Typ, der jetzt bei DM reingeht und dann 100 Masken holt und irgendwelche krassen, was weiß ich. Also ich hole einfach das, was wir Männer brauchen. So, ganz einfach. Was wir brauchen. Als allererstes brauchen wir Deo, weil wir immer stinken wie die Schweine. Nein, Spaß beiseite. Sorry, drehe ich gerade ein Video hier hin. Als allererstes brauchen wir Deo. Ich habe dieses hier geholt. Ich glaube, das scheint neu zu sein. Kennt ihr das? Ihr geht, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das kennt. Ihr geht irgendwo einkaufen und dann entdeckt ihr eine neue Verpackung und geht direkt davon aus, dass es irgendwas Neues oder sowas. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dieses X hier gefunden. Schaut mal. Das ist auch so ein Deo, was jetzt nicht, wenn man das raufsprüht, irgendwelche Flecken hinterlässt. Ich schwör's euch, ich hatte das schon so oft gehabt. Ich bin irgendwo unterwegs, hab mir vorher Deo raufgehauen. Auf einmal die Leute, was ist denn bei dir los? Ey, Schnee unter den Armen, alles weiß, richtig zum Kotzen. Dieses Deo verspricht es nicht zu machen, ja. Riecht auch richtig, richtig gut. Mir gefällt das vom Geruch her, wirklich. Ich mach mal einmal, riecht mal bei drei, okay? Eins, zwei, drei, jetzt alle mal riechen. Okay. Ja gut, man riecht es nicht, aber er ist echt super. Dieses Deo habe ich mir als allererstes geholt. Richtig cool, gefällt mir super, kann ich euch nur empfehlen. Dann, wie ich es schon in meinem Pickel-Video erwähnt habe, für unterwegs Desinfektion, für nach dem Sport, da gibt es solche kleinen Sachen hier, schaut mal. Von Balea, die DM-Geschichte, da steht auch drauf, dass 99% der Bakterien beseitigt werden. Ob das so stimmen mag, wie auch immer, aber für unterwegs... Für unterwegs ist es richtig gut, kann man kurz irgendwie rauf machen, echt perfekt. Dann einmal Gesichtswasser, ich hatte kein Gesichtswasser mehr, das von Clinique war bei mir schon alle und dann habe ich mir einfach mal die günstige Variante auch geholt, erfrischendes Gesichtswasser, schaut mal. Ja, auch sind natürlich die Make-up, die Pads, ihr könnt natürlich auch immer die Produkte von anderen Sachen und ich zeige euch einfach, was ich mir so hole, was für mich irgendwie cool ist. Auf jeden Fall noch Reinigungspads dazu geholt. Dann habe ich von der Firma Axe Oldschool, New Design steht da drauf, schaut mal, das Produkt hier. Das ist ein Haarwachs. Ich kenne die Axe-Produkte normalerweise nur als Deo oder als Duschgel oder sowas. Aber klar, weiß ich jetzt auch schon länger, dass die auch Haarprodukte machen. Aber ich habe noch nie was getestet. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob, ja, ob ihr damit Erfahrung habt mit diesen Produkten. Vom Geruch her. Ja, riecht halt wie Deo, ne? Man hat Deo auf dem Kopf. Riecht gut, ich will es auf jeden Fall mal testen. Wenn ihr Bock habt, dass ich über diese Axe-Produkte mal ein Review mache, schreibt es in die Kommentare, dann teste ich die nochmal gesondert ab. Ansonsten poste ich das auf Facebook oder Instagram. Meine Meinung dazu, bin ich mal gespannt. War, glaube ich, bei 3 Euro oder so. Ja, auf jeden Fall, vom Geruch her ist es auf jeden Fall gut. Dann habe ich etwas gefunden, was auf jeden Fall, glaube ich, neu auf dem Markt ist. Von der Firma Mental Health, mein Englisch ist auch so geil, das ist ein Duschgel. Und ich muss euch dazu sagen, ich habe vor circa einem Monat schon eingekauft bei DM, habe die Tüte aber beim Kollegen in Köln vergessen. Liebe Grüße an dich, Peter, du hast jetzt mein gesamtes Beauty-Repertoire bei dir zu Hause. Und da habe ich das Produkt schon gekauft und auch schon ausprobiert, getestet, mich damit mal geduscht. Und hier steht nämlich drauf, dass das so auch erfrischend sein soll, perfekt für nach dem Sport. Und das kann ich nur so bestätigen. Also das ist richtig angenehm. So sieht es aus.
Das ist richtig angenehm so auf der Haut. Man fühlt sich danach gekühlt. Es ist 3 in 1. Shower, Shampoo und Shave. Oder besser gesagt, Shower, Shave und Shampoo. Ja, ich finde ja solche Kombiprodukte eigentlich immer ganz gut. Spart man ein bisschen Geld. Und mal sehen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht rasiert. Wir gehen richtig ins Detail. Aber ich werde es machen und euch danach gerne mal berichten. Aber es hat mir ganz gut gefallen von der Firma Men's Health. Dann für unterwegs habe ich noch so ein Nivea Deo geholt. Finde ich auch ganz gut, gerade jetzt bei den warmen Temperaturen, wenn man unterwegs ist. Ganz kurz mal einmal hier auf Undercover. Zack, zack. Das waren die Produkte, die ich bei DM geholt habe. Gebt den ganzen mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ich nehme mal die Kamera kurz in die Hand. Oh. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wie ihr seht, nimmt nicht immer alles so ernst. Ihr habt gesehen, ich war hier auf dem Platz und ich hatte einfach mal Bock, Break-In zu machen, ja? Und dann mache ich es. Tut mal das, worauf ihr Lust habt. Klar, es gibt Regeln, ihr könnt jetzt nicht irgendeinen Supermarkt überfallen oder irgendeine Scheiße, davon rede ich nicht, ne? Aber ich rede einfach von Dingen, die euch Spaß machen, woran ihr Freude habt, ja? Scheiß drauf, was die Gesellschaft sagt, ob die euch dumm anguckt oder so. Und genauso ist es mit Fashion und Klamotten. Okay, mein Shirt ist pink, könnt ihr sagen, hey, schwul, sieht scheiße aus. Mir egal, mir gefällt's. Und euch sollten Dinge auch gefallen. Und wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, was cool ist, womit ihr keinen anderen gefährdet, womit ihr nicht die Gesetze oder so, dann macht das doch. Ja? Das Leben ist zu kurz. Passt auf euren Körper gut auf. Wir haben nur den einen, in dem wir leben. Mein Name ist Marc Eggers. That's me. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.